Ich sollte mir die Schiffscontainer mal ansehen. Durchsuche die Werft. Alles klar. Na dann, schauen wir uns die Container mal an. Oh, können wir sogar von hier aus aufmachen, die Container. Oh, 9 Haufen Kisten. Ich sollte weitersuchen. So, haben wir noch einen Container, den wir anschauen können. Dich sollen wir noch anschauen. Alles klar. Baumaterial, aber kein Kind. Tja, aller guten Container sind 3. Wo ist der letzte Container? Da ist der letzte Container. Haben wir da Kinder drinne? An manchen Containern sind Klaviere. Das ist eine Überraschung, aber kein Kind. Weiter geht's. Ich sollte weitersuchen. Okay, hier stehen einige Container. Da dürfen wir noch länger beschäftigt sein, wenn wir hier wirklich in jeden reinschauen. Kein Kind? Sable International. Was ist das? Das sind Waffen. Boah. Hammerhead hat Sable-Waffen? Ich frag mich, was er noch alles hat. Das beantwortet diese Frage. Oh ne, die haben sich die Sable-Waffen geholt. Was? Die sehen mich schon. Schläger und Sables Waffen. Die perfekte Kombi, nach der keiner gefragt hat. Wollte gerade sagen, das braucht keiner. Zumindest können sie ihre Waffen jetzt nicht mehr einsetzen, so wie sie wollen. Ui, was hat der da für ein schönes, Ding hier? Wo bist du? Kätzchen, ich könnte Hilfe gebrauchen. Das war schön. Direkt hoch zu dem, der uns angegriffen hatte. Nee, so schnell lässt es nicht los. So, wer hat Lust auf Pylonen? Du hast Lust auf Pylonen. Noch ein Fable Transporter. Hab ich schon gefragt, wo die hin sind. So, wieder ein ausgeschaltet. Machen wir beim nächsten auch gleich hinterher. Oh ne, ich will einfach. Bist du verletzt? So, Paletten haben wir auch noch übrig für alle. Wer hat Lust auf Paletten? Aua, die sind ja sogar heiß, diese Stäbe. Die leuchten nicht nur schön. Die tun auch noch weh. Hauptsache es kommen nicht wieder die Minigun-Typen. Auf die kann ich gut verzichten. Die normalen Gegner sind ja nicht ganz so schlimm. Bin mir gerade nicht sicher, ob das da drüben eine Minigun ist. Ne, das ist irgendwas anderes da drüben. Ups. Schön ausgewichen. Oh, das ist doch eine Minigun? Au, ich bin weg. Das ist mir jetzt ungesund. Ich glaube, es ist keine Minigun. Egal, wir überprüfen es gleich nochmal. Minigun sieht nämlich anders aus. So. Wer hat noch nicht genug von uns? Wer hat noch nicht... Oh. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Du schießt jedenfalls nicht. So, du bist gar... Oh, der ist gar nicht mehr bewaffnet. Wir haben wieder neue Boxsäcke gefunden. Das ist gut. Daneben gegriffen. Oh! Ach, das ist das Geschütz da oben, was auf mich schießt. Ah. Das Geschütz, das kriegen wir auch noch kaputt. Oh, der hat aber nicht viel ausgehalten. Ah, Mist, ich dachte, ich schaff's vorhin, ihn zu betäuben. Was? Ich hatte den betäubt. Oh, ich hatte den doch erwischt. Ach, Mann. Hammerhead, Schläger und Tables Waffen. Die perfekte Kombi, nach der keiner gefragt hat. Wie hat er das gemacht? Zeit zu sterben, Held. Diese Waffen machen auch echt Schaden, die tun richtig weh. Felicia, wo bist du? Ich mach dich fertig. So, ich geh jetzt glaube ich erstmal auf die Kerle, die hier auf mich schießen mit diesen komischen Sable-Waffen. Die sind nämlich eine unangenehme Sache. So, 2 sehe ich mindestens noch. Wow. Okay, wenn man Gegner ins Auto reinhaut, explodiert's. Alles klar, ist notiert. Noch ein Fable Transporter. Hab mich schon gefragt, wo die hin sind. Ach, die anderen kommen gar nicht. Die kräftigeren Kerle, die sind gar nicht da rausgekommen. Au. Oh, ist mir auf, mich irgendwo reinzuschmeißen. Bitte, danke. Ist ja nicht notwendig eigentlich. Au. Weg hier. Das wird mir jetzt so brutal. Das Zeug ist ja eklig. Yep, das soll auch eklig sein. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und dann reinboxen. Au.
Und zwischendurch noch einfinischen, wenn wir schon dabei sind. Noch ein bisschen ausweichen. Und ein bisschen boxen zwischendurch. Und Kickboxen natürlich. Du wirst mich zerlegen. Okay. Ja, versuch's ruhig. Oder versuch's besser nicht. Wo ist das andere Fahrzeug? Ich hole mir das andere Fahrzeug erstmal. Damit wir zumindest das Fahrzeug schon mal los sind hier. So. Das hat hoffentlich wehgetan. So, sehr gut. Genau, klettert oben ein bisschen rum. Greift mich nur einzeln an. Finde ich deutlich besser, wenn ihr mich nur einzeln angreift. Macht die Sache deutlich angenehmer. Ups, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ah, diese großen... Au! Lass mich hier auch immer zu sehr in die Enge drängen von denen. Da muss man schon echt immer ordentlich... Oh, ordentlich in die reinfeuern. Ja, genau, schlagt euch gegenseitig. So, Leuchtstab-Mensch. Dich kümmern. Dich haben wir erledigt. Hätte den oben vielleicht erst angreifen sollen. Der schießt die ganze Zeit auf mich. Um den kümmern wir uns jetzt mal. Der hat mir schon viel Schaden gemacht. So, da bleibst du kleben. Oh, für den haben wir gar nichts mehr. Außer Schläge. Oh ne, nicht zwei mit Minigun. Nicht zwei mit Minigun. Und noch Raketenwerfer. Können wir bitte gehen? Transporter, Raketenwerfer, Miniguns? Was bitte habt ihr nicht von Fable gestohlen? Definitiv zu viel, definitiv zu viel. Au! Nicht baden gehen, Spidey, nicht baden gehen. Alter, ich muss die Typen ausschalten und Felicia finden. Er reizt. Springe, Salz, Spidey. Das war knapp. Okay, wir gehen erstmal aufs Dach oben, glaube ich. Seid ihr euch sicher, dass ihr diese Waffen benutzen könnt? Okay, sieht so aus. Oh nein, nicht schon wieder so ein Ding. Okay, dann schalten wir erstmal das da drüben aus. Das kann jetzt nicht beim Schwingen gefährlich werden, das hier. Oh ne, nicht wieder der Minigun-Typ. Nicht der Minigun-Typ. Das war knapp. So. Ein bisschen Ruhe hier mal reinbringen. Und dann die Gegner einen nach dem anderen schön ausschalten. Genau, schießt mir der Minigun irgendwo dagegen, nur nicht gegen mich. Die Gegner sind gar nicht mehr bewaffnet. Wann habe ich denen ihre Waffen weggenommen? Na, wurscht. Hauptsache, sie sind nicht mehr bewaffnet. So, die schleudern wir mal ein bisschen rum. Okay. Wir haben uns auf jeden Fall schon etwas eingegrenzt, die Anzahl an Gegnern. Versteckst du dich da hinten eigentlich? Ah, Hilfe. Komm, die Rakete her. Schießen eigentlich diese Raketen immer? Du bist das, glaube ich, da unten. Was zur Hölle? Wie gut kann denn der zielen, bitte, mit seiner Minigun? Ganz uncoole Geschichte, ganz uncoole Geschichte. Was zur Hölle? Nicht mehrfach treffen. Oh Gott, ich will hier weg. Okay. Das können wir ihn zurückschleudern. Hat aber, glaube ich, leider niemanden getroffen. Okay, wir versuchen es nochmal außenrum. Die Dinger sind zielsuchend. Und jetzt kommt der Minikerl, Minigun-Kerl wieder. So, ich versuche mal den da unten irgendwie festzutapen. Zumindest die Raketenkerle mal weg sind. So. Ein Raketenkerl weniger. Und da vorne ist, glaube ich, schon der nächste, um den ich mich kümmern könnte. Das war knapp. Das war eine Nummer zu knapp. Au. So, da bleibst du auch jetzt bitte erstmal. Okay. Raketen. Soweit. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, diese Minigun. Dieser Minigun-Typ, ey. Okay, du hast gar nichts mehr. Außer deine Boxkräfte, vor denen habe ich jetzt nicht ganz so Angst. So.
So, Boxen funktioniert noch. Der Minigun-Kerl trifft mich, wenn ich da laufe. So, und dich holen wir nochmal her und schleudern dich irgendwo dagegen. Bleib doch einfach liegen. Das ist allen mehr geholfen. Okay. Nur noch drei Gegner sehe ich aktuell auf der Karte. Die beide eine Minigun oder nur einer? Ja, die haben beide eine Minigun. Oh Gott. Zweimal Minigun ist definitiv zu viel. So, geschickt in Deckung gegangen. Wo ist der andere Kerl? Hier ist noch irgendwo einer. Da ist noch einer. Oh, oh, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Nein, 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 ausweichen. Ah, oh, Spidey. Hängt doch nicht fest. Okay, Ziel ist jetzt erstmal der Raketentyp da unten noch. Nein. Ah, oh, wirklich. So, Spidey, erstmal in Ruhe ein bisschen rumschwingen. Alter, die treffen so krass gut. Das ist echt nicht mehr feierlich hier. So, wo ist der Raketentyp? Der ist doch hier irgendwo gewesen, sonst die ganze Zeit. Da ist er. Nein, weg. Weg vor der Minigun, weg vor der Minigun. Na, endlich. Wenigstens den sind wir mal los. Jetzt müssen wir was mit der Minigun einfallen lassen. Mit den zwei Minigunnern, besser gesagt. Oder sind... Ja, die haben beide eine Minigun, glaube ich. Oh, nee, Jungs. Vielleicht können sie sich gegenseitig abschießen, so. Das mit dem gegenseitig Abschießen klappt noch nicht so. Da haben sie offensichtlich nicht so Bock drauf. Hey Jungs, ihr wollt euch doch bestimmt gegenseitig abschießen. Nein, wirklich nicht. Ach, Manu. Du willst mich doch auch abschießen. Und doch, die haben sich gerade eben gegenseitig abgeschossen. Die Frage ist halt, ob sie sich gegenseitig auch Schaden machen können. Das ist die spannende Frage. So, immerhin meine Lebensenergie ist wieder ein bisschen aufgeladen. Hat der eine gerade auch nicht drauf bekommen vom anderen. Au, ausweichen. Und weg, 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 weg. Ah, aber der hier müsste eigentlich schon ganz ordentlich kassiert haben, der hier jetzt. Ausweichen, ausweichen, Spidey. Ausweichen. Aha, Spidey. Einmal stellt er sich aber auch ein bisschen dumm an. So, ich versuche mal, dass ich nur noch den einen vor der Nase habe. Jetzt bleib liegen. Na endlich. So, einen haben wir. Da war es nur noch einer. Da war es nur noch einer. Also die Minigun-Typen, mit denen werde ich mich echt nicht mehr anfreunden. Au. Nein, ausweichen. Gut ist, man kann sie dann zumindest kurz schlagen. Au. Nein, weg, 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 weg. Weg, 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 Spidey. Weg, weg, weg. Jetzt gehen wir kein Risiko mehr ein. Wo denn? Na, kommst du her oder traust du dich nicht? Sagte er und versteckte sich hinter dem Container. So, mal schauen, wer zuerst aufgibt. Da bin ich. Tja, in deinem Container triffst du mich nicht. Kann ihm auch nicht die Waffe abnehmen. Die gibt er nicht freiwillig her. Schade eigentlich. Würde sehr begrüßen, wenn er die hergeben würde. Aber momentan ist er anscheinend stark dagegen.
Nein, 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 weg, 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 weg. Oh Gott, war das schon wieder knapp. War da schon alles? Na, komm, schieß nochmal mit deiner Minigun. Eins, zwei, drei und dann weg, bevor er wieder zurückschlägt. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. So, eine Runde brauchen wir wahrscheinlich noch bei ihm. Gut ist, dass er uns nicht hinterherläuft. Macht die Sache zumindest etwas angenehmer. Aber treffen dürfen wir uns trotzdem nicht mehr lassen, sonst ist vorbei. Können ihn höchstens ein bisschen ärgern. Das Gute ist, dass ich dann, dadurch, dass ich ihn treffe, wieder meine Netzschießer meine Lebensenergie ein bisschen aufladen kann. Ist ja richtig taktisch hier, das Vorgehen gegen diese Minigun-Kerle. So, jetzt aber nochmal. Eine letzte Runde. Nein, immer noch nicht genug. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der gibt aber euch gar nicht auf. So, wir haben noch mehr für dich. So, zumindest dass ich so, dass ich ihn nochmal treffen kann. Anzugfähigkeit. Ja, kann ich auch machen. Aber jetzt habe ich ihn. Ich weiß gar nicht, was die Anzugfähigkeit war. So, endlich. Das war's. Das ist ein übler Muskelkater. Ja, definitiv. Okay, ich muss Felicia finden. So, na dann. Sie sagte, sie würde sich einen Weg ins Gebäude suchen. Nach diesem doch etwas ausgeuferten Kampf können wir uns jetzt wieder der Hauptmission widmen hier. Und Felicia? Im Gebäude schauen. Der Tresor. Sie hätte uns ja auch durchaus helfen können jetzt gerade eben noch. Wäre vielleicht leichter gewesen. Felicia. Nein, das soll wohl ein Witz sein! Sag nicht, dass du meine Fäden gezogen hast! Sorry, Süßer. Aber ich brauchte bei so einem großen Job Hilfe. Alles, was du wolltest, war Hammerhead's Dick. Der gesamte Reichtum der Magia. In meiner Hand. Du hast Hammerhead falsche Sticks gegeben? Meinst du, er wird sauer auf mich sein? Also... Die Entführung, denn sein Sohn, das war alles bloß Lüge? Lüge ist so ein hässliches Wort. Ich bevorzuge Irreführung. Tu das Richtige. Bring die Sticks zur Polizei. Hey, die habe ich verdient. Außerdem, Hammerhead hat eine Mission und nichts wird ihn aufhalten. Immerhin habe ich ihn ein wenig ausgebremst. Sie haben das Gelände geräumt. Überprüft den Tresor. Es wird Zeit. Ich werde an der Riviera auf dich anstoßen. Felicia! Boss, wir sind drin. Und? Der Stick ist weg. Neuer Plan. Im Stick steckt ein Peilsender. Findet und tötet sie. Und wenn sie dumm genug ist, zum Penthouse zu gehen, warten dort schon Leute, die es zum Himmel schießen. Was ist mit den Sticks? Die Sticks sind mir egal. Ich will sie einfach tot sehen. Verstanden. Wir finden sie. Na, zum Glück haben sie den Tresor nicht wieder zugemacht. Wenn im Stick ein Peilsender steckt, ist Felicia in Schwierigkeiten. Ich muss zu ihr. Schnell! Na dann, nix wie los! Fehl ich dir. Hammerhead weiß, wo du steckst. Er wird dich töten. Im Stick steckt ein Peilsender. Ich verstehe dich nicht, Spinne. Ich hab dich übel reingelegt und du versuchst immer noch, mich zu retten. Warum bist du immer so verdammt nett? Es geht nicht darum, nett zu sein, sondern das Richtige zu tun. Du hast so viele Talente, wenn du sie nicht nur zu deinem eigenen Nutzen einsetzen würdest. Ja, als ob. Du müsstest mich mittlerweile besser kennen. Menschen ändern sich, Felicia. Ich liebe dich, Spinne. Werde dich vermissen. Warte, er hat in deinem Penthouse Bomben gelegt. Keine Sorge. Ich habe immer noch meine neuen Leben. Verdammt! Tja, die Frage ist, wie viel sie da schon von aufgebraucht hat. Ich komme. So, wir sind gleich da. Wir können sie retten. So, einmal schnell hier um die Ecke rum. 300 Meter sind es noch.
Werden wir rechtzeitig ankommen? Ich denke schon, weil es keinen Timer gibt. So. Da sind wir auch schon. Ja, da lässt sich's, glaube ich, durchaus wohnen. Ich habe nicht gehustet gerade eben, das war vorhin im Spiel. Oh oh. Da war Hammerhead. Fortsetzung folgt. Ah, ich glaube, wir haben das erste DLC durchgespielt. Wenn ich das so richtig sehe, das überspringen wir. Ja, dann haben wir das erste von den drei DLCs, haben wir tatsächlich schon durch. Alles klar. Okay, warum auch nicht? War auf jeden Fall schon cool, muss man sagen. Ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Vielleicht hat sie es ja doch überlebt. Ich gehe davon aus, dass sie es überlebt hat. Wow. Es wurde immer noch keine Leiche gefunden? Hm. Nein. Glaubst du, sie hat überlebt? Ich weiß nicht, naja, alles ist möglich, aber... Also, wie fühlt es sich an, nicht Vater zu werden? Nein, nein, ich meine es ernst. Ganz ehrlich, ich bin erleichtert. Ich habe gerade echt viel am Laufen, weißt du? Ja, das stimmt. Ich glaube, du wirst eines Tages ein toller Vater sein. Oh. Zur richtigen Zeit. Und mit der richtigen Person. Oh, so süß. Spam gehört in die Dosen, genau. So, tschüss, Finisher. Spider-Man, Glückwunsch. Du hast die Story der Raubüberfall abgeschlossen. Das Abenteuer geht mit der nächsten Kampagne Revierkämpfe weiter. Gute Arbeit, Held. Dankeschön, Dankeschön. Spider-Man UK-Anzug haben wir freigeschaltet. Na dann, ihr wollt doch immer andere Anzüge sehen. Dann nehmen wir den Spider-Man UK-Anzug halt noch. Ha, ist er nicht schön. So, bitteschön. Habt auch nochmal einen anderen Anzug gesehen. Kann sich keiner beschweren. So. Ah, war doch schon mal ganz gut hier. Ich glaube, dann können wir ja auch direkt mit dem nächsten DLC weitermachen, oder? Ah, doch. Bin ich dafür, dass wir die Story direkt fortsetzen, dass wir wissen wollen, wie es mit Hammerhead weitergeht. Bevor wir das tun, gibt es nochmal eine kleine zweiminütige Pause. Bis gleich. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.